Die Star Wars Battlefront Retro-Folgen werden präsentiert von mir und meinem Partner Instant Gaming. Schaut gerne in die Videobeschreibung in die obersten beiden Links. Dort findet ihr einmal den Link zu meinem Rev-Link, wo ihr die Spiele günstiger bekommen könnt, als auch irgendwelche Gamecards und so weiter kaufen könnt. Und checkt auf jeden Fall auch das Gewinnspiel ab. Dort könnt ihr ein Spiel eurer Wahl gewinnen. Einfach mal mitmachen. Hallihallo, hier ist wieder Tombi und wir spielen mal wieder ein bisschen Star Wars Battlefront. Leute, heute sind wir mit dem Pistolero unterwegs, wir haben die Scout-Pistole dabei und ich glaube die DL-18 ist der Name von der Waffe. Wir spielen auf Waldmund Endor. Ich war gerade schon irgendwie, war ich wo ganz woanders, keine Ahnung. Und wir spielen Vorherrschaft, Leute, wir spielen Vorherrschaft. Ich bin gespannt, wie es läuft. Bis jetzt haben wir schon einen Punkt eingenommen, das ist ja ganz gut immerhin. Und da ist auch schon einer, der Halunken. Yes, da haben wir schon den ersten. Power up, power up. Gib mir ein Power up, power, 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 power up. Oh, oh, oh. Ah, ja, das bringt mir jetzt gerade relativ wenig, muss ich sagen. Egal, wir springen einfach mal mitten rein in die Menge. Komm, Scout-Pistole rausgenommen. Pam, pam. Da bringt es mir leider irgendwie gar nichts. Ja, auf der Distanz ist Scout-Pistole eigentlich eher so ein Nahkampfding. Ich wollte es einfach mal ausprobieren. Aber das bringt mir herzlich wenig. Aber irgendein... Ah, oh mein Gott, der... Direkt. Ich war sogar noch am Wegspringen. Aber irgendwann werde ich aber die Scout-Pistole irgendwo nutzen können, hoffentlich. Ah, das ist nochmal ein Power-Up, Leute. Boah, Teammate! Da unten ist so einiges, aber da ist auch wieder der AT-ST-Spieler. Ach, diese nervigen AT-STs, ne? Scout-Pistole... Die Scout-Pistole reicht nicht, wenn der Bug da hat? Das ist echt so? Oh, der hat Adrenalin drin. Das war schon der nächste... Die DL-18 ist gar nicht mal so schlecht auf größeren Distanzen. Ist natürlich auch nicht richtig krass, ne? Aber ist okay, würde ich sagen. Ah, da ist nochmal ein Power-Up. Das hole ich mir jetzt aber endlich mal. Endlich mal wieder ein Power-Up. Und jetzt bitte nicht dieses Karten resetten und nicht das Schild. Oh, der ist doch super. Den habe ich schon ewig nicht mehr gehabt. Da ist gleich noch ein Power-Up. Dann legen wir unseren Druiden hier gleich ab. So. Was kriegen wir jetzt? Das Schild. Ja, schade. Wir müssen, ja, da sind welche, ich wollte gerade sagen, hier müssen welche sein. Ich will das mal loswerden, das Schild, das brauche ich irgendwie gerade nicht. Ach, der AT-ST, die kommt auch schon wieder, Leute. Das ist so nervig, diese Leute, die da nur im AT-ST hocken, ne? Auf der Distanz kann ich nicht viel machen. Aber der kommt zu mir. Er kommt zu mir. Oh, hier ist noch irgendwo einer. Hilfe, Entdeckung. Ich hänge am Baum fest. Jetzt Scout-Pistole. Oh, was? Der war schon tot. Schade. Aber ich hätte eigentlich getroffen, glaube ich. Okay, wir sind am Erobern. Aber irgendwo hier ist noch der AT-ST. Deswegen, wir sollten schnell irgendwie hier auf die Bäume in Deckung hinter dem Baum irgendwo. Der war vorhin noch in der Richtung, wo ich jetzt gerade hingucke. Aber eventuell ist er jetzt auch gerade nicht mal mehr am Leben. Ich weiß es nicht. Da unten sind auf jeden Fall noch die Feinde. Das wollte ich so gar nicht. Egal, es hat so halbwegs geklappt. Den nehmen wir noch mit. I shot first, hieß der. Da kommt einer. Ja, ich glaube, knatter schon. Da brauche ich gar nicht mehr helfen. Kollege, sind hier noch mehr? Da sind noch mehr. Scout-Pistole. Das war nur ein Hit. Die schießen mal so einen Doppelschuss raus. Und da war jetzt nur einer, ein Hit dabei, leider. Aber mit der DL-18 kriegen wir auch ganz gut das weg. Jetzt nochmal Scout-Pistole. Also was... Die ist ja echt enttäuschend auf größeren Distanzen. Dabei war das jetzt nicht mal wirklich eine größere Distanz. Das war ja eigentlich schon ziemlich im Nahkampf. Unsere Leute übernehmen einen Kontrollpunkt. Ich hab gehofft, der pusht. Der hat mich ja richtig dick getroffen. Ich hab dann gedacht, oh, da ist schon wieder ein AT-ST. Ich hab gedacht, wenn der jetzt pusht, ne, dann kann ich den vielleicht irgendwie mit der Scout-Pistole kriegen. Aber der hat sich nicht getraut. Schade eigentlich. Luke nimmt auch weiter ein. Okay. Die tänzeln hier zwar überall mit ihrem AT-ST rum, aber wir haben gerade mehr Punkte eingenommen. Ich glaube, jetzt müssen wir in die Richtung, oder? Im Endeffekt. Ich gehe mal in die Richtung. Ja, wir müssen da hinten hin. Okay, come on, wir nehmen noch ein Power-Up mit und auf in die Schlacht. Oh mein Gott, warum denn so ein Quatsch, ey? Imperiale Einheit in der Zone. Jetzt aber die Scout-Pistole, pam pam, daneben. Ich wollte eigentlich mein komisches Schild stellen, ja. Wo ist er? So aber nicht. So aber nicht. Und jetzt kommt der nächste, jetzt die Scout-Pistole. Jetzt muss er. Oh, da sitzt er auch. Leute, ich mach sie alle fertig. Den mache ich nicht mehr fertig. Ich krieg schon wieder das Schild. Das gibt's doch gar nicht. Wieso kriege ich denn nur dieses Schild? Ich heul hier gleich. Wer sich jetzt dahinter versteckt. Oh, das ist eine ganz doofe Situation, in der ich jetzt bin.
Und der jetzt links von mir sich hinter dem Baum versteckt hat, dann bin ich hier ziemlich tot gleich. Alter, die Waffe macht richtig dick Schaden, ne? Spielt ihr die oft? Spielt ihr die oft? Schreibt's mal gerne rein, ob ihr irgendwie die DL18 spielt. Ich finde die gar nicht mal so schlecht. Mein Power-Up, mein Power-Up, mein Power-Up. Oh mein Gott. Jetzt haben wir was gegen den ATST, wenn wir ihn sehen. Ah, das ist irgendwie gerade gar nicht gut. Ach, jetzt habe ich schon wieder das Schild bekommen, Leute. Egal, wir gehen jetzt auf den Punkt drauf, stellen dann da das Schild. Vielleicht können wir so wenigstens das Ding einnehmen und dann kann ich den ATST, wenn er drauf schießt, irgendwie abhalten oder so. Dann gewinnen wir das wenigstens damit. Komm, hier, zack, Schild drauf. Von außen kann keiner mehr drauf schießen. Ja, und da ist auch der Sieg. Also. Ja, war eine kleine, aber feine Runde. 14-5 gehen wir raus. Fand ich ganz gut. Ich glaube, derjenige mit dem ATST war der mit 23-3, ha? Auf jeden Fall. Ganz schön gute Stats gehabt hat der gute Mann. Naja gut, Leute, damit war's das mit einer weiteren Folge von dem guten alten Star Wars Battlefront. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wie gesagt, schreibt gerne mal rein, ob ihr die DL18 auch so oft spielt oder ob ich mich gerade einfach zu Unrecht wundere, dass die so gut ist. Ich weiß nicht, ich habe die vorher, ja, ich habe die schon ein paar Mal gespielt, aber war jetzt doch ein bisschen überrascht. Naja gut, Leute, das war's. Vielen Dank fürs dabei sein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.